Hallo und herzlich willkommen zu Wolf Unwürfelig, zurück nach über 4 Monaten Pause. Und als erstes lege ich mich schlafen und in der Zeit erkläre ich denn, was ich hier mache. Zunächst mal habe ich mit mir jetzt hier meinen albernen Spawnpunkt gesetzt. Und ich befinde mich hier in einer Amplified-Welt. Das heißt, eine Amplified-Welt ist eine sogenannte zerklüftete Welt. Das heißt, die Welt ist extrem, schaut es euch einfach an. Also, das ist eine ganz normale, mit Minecraft generierte Welt aus der 1.7.5. Und, die ist eben total verrückt. Also, da ist zum Beispiel immer ein Baum auf so einer komischen, hässlichen Insel mit einem Schwein drauf. Und ich habe jetzt einfach mal die erste Amplified Map genommen, die ich überhaupt gekriegt habe. Und was ich zudem gemacht habe, ist, ich habe mir ein Bett gesetzt und habe mir dadurch quasi den Spawnpunkt gesetzt. Und das Coole ist, dass jetzt durch das Schlafengehen immerhin der Regen aufgehört hat. Aber bislang war es so, dass natürlich, kaum hatte ich die Welt generiert, erstmals wieder schön angefangen hat zu schütten in dieser Welt. Und ja, ich dachte schon, das wird wieder nichts hier mit meinem Anfang von Wolf und Würfelig, aber doch, es sieht so aus, als könnte das was werden. Und was habe ich denn jetzt eigentlich vor? Denn ihr wisst ja von mir, dass ich eigentlich immer mir selbst meine Welten mit selbst terraforme und dass ich eigentlich jetzt nicht solche Vanilla-Welten verwende und überhaupt. Aber ich habe mir jetzt was Neues überlegt für meinen Kanal, damit das Ganze auch wieder Schwung bekommt. Und zwar nehme ich jetzt so eine verrückte Welt, die jetzt eben noch relativ neu ist in Minecraft, und baue einfach drauf los. Und zwar im Creative, also ihr seht es hier schon, ich benutze das Waldgeist Texture Pack von Atrondal, beziehungsweise Let's Walk Minecraft natürlich, also von Real Goran von Let's Walk Minecraft, nicht von Atrondal natürlich. Aber ich dachte halt, ja, so aus derselben Sparte kommt eben das Texture Pack. Das heißt, wenn ihr Waldgeist Texture Pack sucht, dann findet ihr das auch irgendwo. Ich weiß nicht, woher ich das jetzt genau habe. Und ich fand das ganz passend irgendwie so für die Natur. Und ja, ich habe mitten im Satz auf jeden Fall den Faden verloren vorhin. Aber ja, ich möchte einfach drauf losbauen im Creative eben und werde dann am Spawnpunkt beginnen, mich dann hier so irgendwie hocharbeiten. Und der Witz ist eben, ich habe jetzt mal kein Ziel. Sonst habe ich das immer so gemacht, ja, ich baue jetzt das und das oder ich baue das und das. Und dann habe ich mich immer selber enttäuscht und das war einfach scheiße. Und letztlich hat es mir so den Spaß geraubt, das Wolf im Würfelig, dass ich dann einfach aufgehört habe, Videos zu machen. Und dann dachte ich mir immer, ja, jetzt musst du mal ein Infovideo raushauen. Und dann habe ich wieder überlegt, nee, aber Infovideos sind gay, eigentlich mag die keiner. Und eigentlich haben dann immer nur die Leute das Gefühl, ja, der haut jetzt noch 10 Infovideos raus, ja, der wird wieder aktiv sein. Aber letztlich wird er dann doch monatelang inaktiv sein und so war es ja dann auch. Das heißt, ich glaube, es war eigentlich eine gute Entscheidung, einfach kein Infovideo zu machen und jetzt nach 4 Monaten wieder einen schönen Start hinzulegen. Ich hoffe, dass ich das halbwegs hinkriege, dass ich meine Abonnenten zurückgewinnen kann oder zumindest die 200, die immer bei mir aktiv waren. Und ich hoffe, dass da zum Beispiel meine größten Fans auch weiterhin dabei sind. Zum Beispiel der Gnari und so und ja, die ganzen Leute, die mich jetzt in den letzten Monaten bevor mein... Also die hauptsächlich aktiv waren in den letzten Monaten, bevor ich dann inaktiv wurde. Und ich nehme jetzt erstmal ein paar Blöcke. Ja, beim Waldgeist Texture Pack ist jetzt ein bisschen schwierig, dass ich natürlich trotzdem noch darauf bedacht bin, dass das Ganze auch im Default richtig gut aussieht. Also nicht nur hier im Waldgeist Texture Pack. Das heißt, dass das Ganze nicht so einfach ist. Wie kann ich die Blöcke unterm Bett abbauen? Oh ja, schön. Okay. Dann, welches Holz nehme ich denn als Boden? Ich würde sagen, wir nehmen weißes Holz. Und ich möchte natürlich auch versuchen, das Ganze trotzdem so ein bisschen dem einen Vanilla-Look zu geben. Ich möchte also jetzt einfach nur hier drauf losbauen und das Ganze so ein bisschen im Vanilla-Look gestalten, aber eben nicht als Vanilla-Let's Play. Und das liegt daran, dass eventuell bald noch ein Vanilla-Let's Play kommt, wo ich also auch wirklich im Vanilla baue. Und da würde das dann einfach hier nicht mehr ins Konzept passen. Aber ich finde, so ist das ganz passend und ich habe mich schon wieder fastbuilt. Ja, also genau, meine Fans möchte ich wieder gewinnen. Fände ich cool. Also wenn man das als Fans bezeichnen kann. Also das heißt, die Zuschauer.
viele von kenne ich ja auch irgendwie dann doch wieder oder habe ich halt durch YouTube kennengelernt. Ich würde sagen, als Spawnpunkt würde sich doch ein Haus bewähren, was irgendwie so ein bisschen halbrund ist. Da brauche ich ein bisschen mehr Platz hier. Mache ich den Baum hier auch noch weg. Aber ich werde mich hier jetzt schon an der Natur orientieren. Also werde jetzt hier nicht einfach drüber gehen hier mit World Edit. Komm, der Berg, der stört mich. Pfupp, weg. Nein, ich werde natürlich jetzt hier versuchen, das alles mit einzubinden irgendwie, so gut es eben geht. Aber so ein paar Bäume, die müssen eben doch am Anfang erstmal weichen, damit ich mein Gebäude schön bauen kann. Ah ja, genau. Ich wollte noch was sagen. Also, zum Commentary. Ich habe verschiedene Dinge versucht. Ich hatte zum Beispiel, das war, ich weiß nicht von wem das inspiriert war, ein Vorschlag war, dass ich so im Hintergrund so Speedbuilds mache und dazu eben rede und so. Aber ich habe das eben ausgetestet und mir ist einfach aufgefallen, ich bin überhaupt nicht der Typ, der so Gameplays gut kommentieren kann. Das hat einfach überhaupt nicht geklappt. Leider, denn so Baugameplays sind natürlich auch noch eine Sparte, die bislang sehr wenige haben. Auch nur einer von Adrondal, den ich jetzt wieder vergessen habe, wie der nochmal hieß. Aber, also ich meine, also genau, so Speedbuilds, das machen nicht so viele. Das wäre bestimmt auch gut angekommen, denke ich mir so. Aber, irgendwie komme ich damit nicht so gut klar. Und dann dachte ich mir, dass ich das jetzt besser nicht versuche. Ja, und jetzt habe ich nicht mehr die Mitte drin. Machen wir so, so. Jetzt ist in der Mitte von den Fünfen. So. Und jetzt haben wir hier die 1, 2, 3, 4, 6 Blöcke. Und dann geht es eben hier so weiter. So, das als Boden. Ach, das ist ja jetzt in die Richtung, nicht mehr in der Mitte. Ich bin heute noch nicht so ganz auf der Höhe. Und ich habe schon wieder den Faden verloren. Eieiei, das ist ja ein goldener Start quasi. So würde ich sagen, kann man es lassen. Das nehme ich jetzt als halbrund an. Und fange da jetzt mal an zu bauen. Erstmal überlegen. Ich dachte mir eben, dass ich jetzt einfach so drauf losbaue. Das heißt, ich mache mir jetzt keine Gedanken über das, was da entstehen soll, sondern ich baue einfach, was ich als ästhetisch erachte und hoffe, dass das euch dann auch gefällt. So. Und habt natürlich die Möglichkeiten, das Creative jetzt hier, um das Ganze zu ein bisschen zu machen. Ah, nee, genau, zum Commentary. Ja, ich habe... ich verliere den Faden heute reichlich oft. Mal gucken, wie oft das noch passieren wird. Also, habe festgestellt, dass Commentaries nichts für mich sind und dachte mir dann, dass ihr einfach so in die Kommentare so ein paar Fragen schreibt oder Themen. Und ich habe eben vor, in Zukunft auch noch ein paar bekanntere Let's Player einzuladen oder Let's Player eben, die ich kenne. Noch von früher, als ich noch aktiv war. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch mal einen Let's Player reinschreiben, den ihr kennt und bei dem ihr vermutet, dass ich den kenne. So als Hinweis, also die Let's Player, die ich in der Box rechts habe, die sind ganz gut geeignet, die kenne ich. Also ich denke, wenn ich mir viel Mühe gebe, wird sich der ein oder andere mal für diesen Mist hier hergeben. Und oder hoffe ich zumindest. Und also zu denen, auf die könnt ihr euch, denke ich mal, beziehen in der Regel. Mal schauen, ob ich zum Beispiel mal Splex fragen kann oder so. Oder ja, also genau. Und YouTuber, die ihr eben kennt, ja, dass ihr die schreibt und dann Fragen, die ich mit denen bereden kann. Also so allgemeine Fragen zum was weiß ich, was euch interessiert eben. Aber auch Fragen jetzt direkt an den YouTuber, falls ihr da irgendeine Idee habt, die ich dann auch fragen kann. Kann oder einbauen kann oder so. Also schreibt einfach mal rein, was ihr so denkt, was interessant sein könnte oder was euch selbst interessiert, was ihr gerne von mir hören würdet oder von einem YouTuber. Und dann werde ich mal schauen, ob ich daraus was verwursten kann. So, das beginnt ja schon mal schön langsam. Ihr wisst ja, also eigentlich bin ich schon ein relativ schneller Bauer, aber ich brauche immer erstmal so eine Idee und ich habe jetzt noch keine Idee. Das heißt, ich
baue jetzt sehr spontan einfach mal so ein kreisförmiges Gebäude, so ein bisschen griechischer Tempel mäßig, mit so einem schönen Ausblick auf diesen Sumpf da drüben. Und dann dachte ich mir ja, dass das so ganz verrückt wird, also dass ich das halt immer weiter so ein bisschen ausdehne darüber oder so, mal gucken, wie man das alles so aufbauen kann. Jetzt möchte ich irgendeinen Kontrast drin haben. So sehe ich natürlich schon mal viel von dem Gebäude. Ja, das ist gar nicht so einfach, da jetzt wieder in das Kommentieren hineinzufinden. Denn es ist einfach echt nicht einfach zu reden und dabei noch irgendwie hier so Blöcke durchzugehen und sich zu überlegen, was man davon nehmen könnte. Es ist eigentlich ein richtiges Drama. Weil eigentlich müsste ich jetzt hier voll so hypermäßig kommentieren nach all der Zeit, aber wahrscheinlich verjage ich jetzt wieder meine alten Abonnenten, weil die denken, was? Den habe ich mal abonniert, was wollte ich denn damit bezwecken? Ich meine, eigentlich wahrscheinlich unterhalten werden, aber... Oh, und jetzt sind schon circa 9 Minuten rum, also ein Minecraft-Tag. Ich weiß nicht genau, sind ein Minecraft-Tag 10 Minuten? 9 Minuten? Ich weiß es nicht. Nee, den Sandstein kann ich nicht nehmen. Nee. Da nehme ich lieber was anderes. Was könnte man denn da nehmen? Also. Ah ja, ihr könnt mal reinschreiben, ob ich den Tag-Nacht-Zyklus einfach laufen lassen soll. Oder ob ich da hier immer Tag machen soll. Ich glaube, ich lasse jetzt mal für den Anfang lasse ich einfach mal Nacht werden. Damit das Ganze hier so ein richtig bisschen Let's Play-Charakter bekommt. Ein bisschen gemütlich eben, auch mal nachts. Und auch die Belichtung eben schön ist. Da habe ich ja neulich einen tollen Trick gelernt von Madness64. Also nicht persönlich, sondern aus einem seiner Tutorials. Der hat gezeigt, wie er Lichter setzt. Und das war eigentlich... Oh, den Baum könnte ich eigentlich so direkt einbinden. Aber ich glaube, die Krone werde ich noch entfernen. Auf jeden Fall hat er halt gezeigt, wie er Lichter setzt und hat dann eben auch so gezeigt, er setzt zum Beispiel dann irgendwie beim mittleren Fenster, macht er mal hier so ein Licht etwas weiter innen in den Raum, sodass dort eben weniger Licht rauskommt, sodass das insgesamt mehr Atmosphäre hat. Und ich muss sagen, ich habe mir noch nie über Beleuchtung Gedanken gemacht. Ich finde das so faszinierend. Ich betrachte meine Gebäude immer bei Tag und wenn ich dann halt mal ein Gebäude brauche, was auch bei Nacht beleuchtet sein muss, dann klatsche ich überall so richtig schön die Fackeln dran, ohne da so, da fackel ich nicht lange eben. Haha, fast so gut wie Gronkh. Ja, nee, aber da fackel ich nicht lange, bis ich da eine Fackel setze und setze die einfach so, dass eben alles schön beleuchtet ist. Aber der macht das richtig strategisch, sodass da eine bestimmte Atmosphäre übermittelt wird und... Also, Dinge, über die ich mir nie wirklich Gedanken gemacht habe und wirklich faszinierend, also... Falls ihr irgendwie auch so Tutorials sehen wollt, da kann ich den Madness echt empfehlen. Ich kann ja mal gucken, ob ich da irgendwie hier einen Link finde zu dem seinem Channel. Und kann den dann da hier mal in die Beschreibung posten. Wobei ich wahrscheinlich das eh vergessen werde, so wie ich mich kenne. So, und so. Und ich komme bislang sehr langsam voran. Das liegt einfach daran, dass das alles erstmal seine Zeit braucht, um sich so zu entwickeln. So, was ist denn da der Fehler? Alles keinen Sinn. 5-4? Eins da. Zwei hier. Hä? Also nochmal. Also 1, 2 dann da und dann gehen 2 hier lang. Dann dahinter. Aber hier habe ich... Nee, da habe ich 4. Ach, der Baum, der steht doch nicht richtig. Ja, also mit Fails geht es ja auch schon schön los. Und ich finde es gemütlich mit der Nacht. Ich finde es echt schön eigentlich. Also ich habe jetzt keine Monster eingeschaltet, aber doch, ich glaube, ich... Also wenn euch das nicht allzu sehr stört, dann lasse ich erstmal Nacht an und guck mal so, wie das bei euch so ankommt. Übrigens, wenn einer weiß, wie man den Shader für die 1.7.5 installiert, darf er es mir auch gerne sagen. Das habe ich nämlich irgendwie noch nicht auf die Reihe gebracht. Und ich glaube, hier lasse ich mal die Erde so ein bisschen...
Ach, ich arbeite so viel mit Natur, wenn ich sonst im Creative bin. Das ist ja richtig schwer hier. Mann. Mann, jetzt muss ich mir ja Mühe geben für meine Videos. Was soll das denn? Hm? Hm? Naja. So. Und ja, jetzt fehlt mir das Thema zum Reden. Das fand ich interessant. Es haben ja viele gefragt, ob ich denn irgendwann mal, also ob überhaupt die Chance besteht, so weit ist es ja schon gekommen. Nicht ob es beginnt, sondern ob die Chance überhaupt besteht, dass ich mit Wolf und Würfelig wieder anfange. Weil sie immer die Themen so toll fanden, die ich da angesprochen habe. Und also das betrifft vor allem den Awesome JLK, der das gesagt hat, von dem ich das ganz süß finde. Denn der ist bei meiner Community auch als der größte Fan von mir eingetragen. Mein allergrößter Fan. Und nee, also wirklich, also das hat YouTube so erstellt. Da kann man die größten Fans nachschauen und da ist er eben mein größter Fan. Und auf jeden Fall, ja, der meinte, dass er die Themen so toll findet, die ich anspreche. Und ich fand immer, ja, dass gerade bei den Themen, dass es da hapert. Also, dass irgendwie andere Leute immer irgendwie über Schwänze reden und ich eben eigentlich eher ein sinnvolles Commentary machen möchte. Und dann eben irgendwie so ein bisschen Probleme habe, hier das ganze Video interessant zu machen. Aber auf der anderen Seite weiß ich ja auch, dass die Abonnenten von mir wahrscheinlich eher an meinen Videos interessiert sind, denn an Videos über so Kram. So. Jetzt habe ich... Toll. Was habe ich erreicht in dieser Folge? Das markieren wir jetzt mal hier so großartig. Ich habe 8 Säulen gebaut. Ja. Jetzt brauche ich aber echt mal einen Fensterblock. Was nehme ich da? Und ich überlege, ob ich da noch so Dinge mache, die da so rausgehen. Ja, ich glaube, das werde ich dann hier so machen. Bediene ich mich doch einfach mal hier etwas, was ich bei Ehre Wein gesehen habe. So. Wir haben da so schön was raushängen lassen. Das hat mir ganz gut gefallen. Das mache ich jetzt auch natürlich auf meine Art, weil ich mich auch gar nicht mehr erinnere, wie das bei denen genauer aussah. Aber eben, also von der Idee her, ich meine, wollte ich jetzt mal einfach sagen, dass ich da hier ihre Weine sehr empfehlen kann, wer Ideen sucht. Fürs steinlastige Bauen zum Beispiel. So. Ich würde sagen, das ist heute mein... Hier mein richtiger ja, ich würde sagen, also ich habe selten so langsam gebaut an so simplen Dingen. Das liegt aber ehrlich gesagt einfach an euch, denn ich möchte halt alles schön machen. Und wenn ich halt jetzt für mich privat baue, dann baue ich so richtig schlampig, dann baue ich einfach drauf los. Und der Witz ist halt, dass wenn ich einfach schlampig drauf losbaue, dass es dann einfach geiler wird, als wenn ich mir lange drüber Gedanken mache. Denn irgendwie habe ich dann mehr hier den Kopf frei für so Kreativität und so, kennste. Und das braucht man eigentlich so im Allgemeinen bei Minecraft. So. Ja, das kann man nehmen. Und jetzt lasse ich das hier einfach mal, mache ich das einfach mal so. Hier so eine Spitze, so eine schöne. Ach, das habe ich jetzt aber geschickt gemacht, dass ich das hier mit einer geraden Zahl gemacht habe. Dann kann ich nämlich gleich das hier noch ein bisschen detaillierter machen. Diese Steinwand. So. Und mal gucken. Genau, hier muss das steiler hochgehen. So. Es muss ja so ein bisschen schief sein. Da muss hier quasi so ein Schwerpunkt sein. Und dann mache ich jetzt genau, dann mache ich hier die da. Mache ich zu so, wo sind denn die Cobblestone-Treppen hier? Da sind sie. Dann mache ich die nämlich zu so Cobblestone-Treppen und es wird schon wieder Tag. Oh, oh je. Also, ich würde sagen, das war mal die definitiv unproduktivste Folge seit Jahren.
von Wolf und Würfelig, mein Fulman, Fulminent, ja, mit meinen Sprachfähigkeiten ist es jetzt quasi auch schon gegangen, aber ich weiß, ihr wisst bestimmt, was ich meine hier so mit Fulminent, Fulminant Dings. Eigentlich bin ich natürlich jetzt gar nicht so sprachunbegabt, denke ich. Aber wie war denn das Wort? Bin ich so senil schon geworden? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich beende jetzt erstmal die Aufnahme. Die war ein bisschen behindert, ich weiß. Aber ich hoffe, ihr freut euch einfach auf die nächsten Folgen, denn das wird jetzt hier so hochwachsen und dann wird es bestimmt noch ganz geil, wenn ich dann hier da oben diese Spitze erreiche, weil guckt euch die Welt an. Wenn ich mir da überlege, hier in der Höhle kann man da noch geile Dinge machen und dann sind da noch so andere Inseln, kann man hier so Hängebrücken und Scheiß und... Ah, ich bin mal gespannt, also das fängt jetzt klein an, aber ich werde da sehr schnell sehr stark nachlassen und dann hoffentlich will ich wieder steigern und da hochbauen. Heute versuche ich aber auch auf Biegen und Brechen witzig zu sein. Na, Hilfe. Mal schauen. Also, mal gucken, wie die Resonanz ist. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Nee, ich möchte natürlich übermorgen nach Möglichkeit schon wieder ein Video hochladen. Ich hoffe, dass ihr vielleicht ein paar Kommentare habt, an denen ich mich hier inspirieren kann für meine Videos. Und auch sonst könnt ihr vorschlagen, was ich so bauen kann. Vielleicht findet sich da irgendwas, was irgendwie ja nachvollziehbar ist. Und mal gucken, wen ich dann so einladen kann und so. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser ersten Folge. Bis dann und ciao.